Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Ella, unserem Ella. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Ella, unserem Ella. Als der Jan 40 Jahre auf Erde verbrach, da rief sein Ego, Mensch, Jan, gib acht. Du arbeitest für deine Zeit, Rost und Fass, hast du nicht vom Leben mehr nur verpasst. Willst du auch den Rest deiner Tage nur träumen, hoffen Glück und es dabei verträumen? Johnny, ich werde es auch heute noch modernen ziehen. Schluss mit Rabotten und Tag nach dem Geld. Ich schaffe nur ein Schiff, sehe rund um die Welt. Du musst dir ja rein, keine Sorgen und machen. Mein Posten ist für dich, du sollst nicht warten. Ich bin dem Seel, ich weiß schon so gut. Doch jetzt weiß ich los. Haus ohne Schmerz, die Weite der See weitet auf das Herz. Und so hat er ja gleich auf den Azoren beim hübschen Schieler den Kopf verloren. In Boston war's Barry und die Duke als Tarn, zogen die Dolores in ihren Bahn. Buonasera, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe zu Ellermann Spezial. Warum begrüße ich Sie italienisch? Weil ich hier bei Herrn Andronaco bin, der Weinspezialist und Lebensmittelfachhandel schlechthin. Und wir werden Bilder aus Gestachta, musikalische Gäste, viele Hunderte und Tausende von Menschen feierten in Gestacht. Seien Sie unbedingt dabei. Alle musikalischen Interpreten erleben Sie hier. Jetzt habe ich den Chef persönlich hier, Herrn Andronaco. Herzlich willkommen. Buonasera, danke schön. Ja, und buonasera. Wir haben auch schon einen Wein. Ne? Wir haben einen schönen Rotwein aus Sizilien auf die Füße von Ätna, von unserem Vulkan. Schmeckt sehr gut. Ne? Sagen wir doch gleich mal Prost, nicht? Zusammen. Also ein wunderschöner Rotwein, speziell vom Feld, vom Chef direkt. Das ist seine eigene Ausbeute. Ne? Nee, die habe ich selber ausgesucht. Also ich habe die unten in Sizilien probiert, hat mir geschmeckt, habe ich gleich gekauft. Also super. Hier sind unwahrscheinlich viele Weine. Wie viel ungefähr hier in Barenfeld? Wir haben hier in Barenfeld 1300 Sorte Weine. Wir haben von jeder, Italien hat 20 Regionen und von jeder Region haben wir immer 2-3 Winzer pro Region. Und deswegen jetzt dieses riesen Assortiment. Also kann das ich hier aussuchen. Wir haben Leichtweine, wir haben schwere Weine, wir haben, und was viel wichtiger ist, wir haben Weine für jede Brieftasche.
Also von bis nach oben gibt es keine Grenze, oder? Das ist super. Und Sie können auch ins Internet gehen heute Abend noch unter www.andronaco.de. Wir blenden es ja auch ein für Sie. Und jetzt wollen wir ein bisschen die Adressen verraten, denn ihr seid in Hamburg-Billbrook. Wo seid ihr da? Ja, wir sind in Billbrook an der Alskestraße in der Nähe von der neuen IKEA. Da haben wir vor 2 Jahren IKEA gebaut. Und hier in Barenfeld sind wir von der Stressmanner Straße, wenn man von der Stadt Richtung Lurup geht, rechts rein, Bärenweg 24. Also geht von der Hauptstraße ja auch ab, ne? Das ist ja rein, ja. Da sind nur 20 Meter bis zur Hauptstraße. Jetzt wollen wir ein bisschen was erfahren. Im zweiten Teil lernen Sie auch das Bistro kennen. Hier kann man wunderschön essen. Ihr habt aber auch sehr viel verschiedene Nudelsorten. Erzählen Sie mal, was kriegen wir alles hier in Barenfeld? Wir haben ja ungefähr um die 700 Sorten an Nudeln, alle Variationen, alle Sorten. Wir haben Nudeln, selber nur, dass die Leute in Süditalien selber nur mit der Hand drehen, also die Formate. Wir haben 200 Sorten Grappa ungefähr, Öl auch von verschiedenen Regionen von Italien, Gutöl, Dopöl. Wir haben 20 Meter lange Dresden hier, von Wurst und Salsiccia und San Daniele Schinken, Pesto ohne Ende, Crema, alle Crema, Artischocken Crema und was weiß ich, Pomodori Secchi alla Crema für Brot, für unsere Figur. Ja, wir sind hier besonders schlank, ne? Genau da. Also wir haben ein riesen Assortiment von unserem Land, von Italien hierher gebracht. Und selbst Kräuter gibt es bei euch, ne? Ja, wir haben viele Kräuter, weil die ersten 18 Jahre, also nächstes Jahr meine Firma wird 25 Jahre, also wir haben Jubiläum nächstes Jahr. Und die ersten 18 Jahre habe ich viele Gemüse und Kräuter verkauft. Deswegen haben wir, Kräuter ist einer von unseren Lieblingsassortimenten, was wir haben. Super. Wir werden gleich nochmal ein bisschen erfahren im zweiten Teil, wie es im Bistro zugeht, wie Sie schön essen können, dass man Sie in Hamburg-Billbrook und natürlich hier in Barenfeld erleben kann, aber auch über unsere Grenzen hinaus. Da werden wir gleich drüber sprechen. Zusätzlich haben wir Ihnen ein paar Bilder gezeigt hier von Barenfeld. Abschließende Frage noch einmal. Wir wollen den Zuschauer ja jetzt schon ein bisschen neugierig machen. Der Bistro, was ist das Besondere im Bistro? Ja, besonders am Bistro ist, wir machen täglich 4 verschiedene Nudeln, also mit verschiedenen Soßen, was weiß ich, eine Tomatensauce, eine Sahnesauce. Also wir im Grunde verkaufen wir eine Teller Nudeln für 2,90 €. Die Leute denken, für Mittagessen haben wir mit weniger Geld eine schöne Teller Nudeln im Magen drin. Es ist was warm, also das macht die Leute wieder Motivation zu arbeiten. Dann haben wir noch eine Fischgericht und noch eine Flaschengericht und dann die ganze Vorspeise. Also wir machen nicht so besonders einfache, familiäre Küche. Falls Sie jetzt schon Hunger bekommen haben, bleiben Sie unbedingt dran, denn gleich werden wir das Bistro intensiv vorstellen. Vorher noch eine Frage, denn Sie können heute was gewinnen, vielleicht auch den einen oder anderen Wein hier. Und zwar, wo sitzt unsere Dittelmaus? Wo kommt die Dittelmaus eigentlich her? Denn wir gehen gleich nach Gestach. Dort haben wir wieder schöne musikalische Bilder für Sie vorbereitet, und zwar vom Gestachter Hafenfest. Wo sitzt eigentlich die Dittelmaus? Wo ist ihr Sitz? 01 in Gelsenkirchen oder 02 in Gestach? Wählen Sie 013 78 66 67 plus die N. Endziffern 013 78 66 67 plus die Endziffern. Wo sitzt die Dittelmaus? In Gestacht oder in Gelsenkirchen? 01 Gelsenkirchen, 02 Gestacht. Ich bin hier in Barenfeld, ich bleibe auch noch hier bei Herrn Andronaco und ich freue mich gleich. Gleich geht's weiter hier und vorher kommt Luciano mit ein bisschen italienischer Musik. Ich sag Prost, der Chef hat so guten Wein hier, es ist ein Wahnsinn. Prost. Und ein kleines Herz ist bald ihr Ankerplatz. Mirabile dell'amore.
reißen schnell die Segel und kommen nie zurück und suchen in der Ferne ein neues Glück. Das waren sie, unsere Bilder aus Gestacht. Wir werden gleich nochmal wieder zum Hafenfest nach Gestacht gehen. Viele Tausende von Menschen feierten in Gestacht. Und unsere Frage dazu, wo kommt eigentlich die Diddelmaus her? Denn die können Sie heute gewinnen. 01 aus Gelsenkirchen oder 02 aus Gestacht. 013 78 66 67 plus die Endziffern. Ich bin hier beim Chef in Barenfeld bei Herrn Andronaco. So viel Zeit muss sein, ne? Vorhin habe ich es richtig gesagt, ne? Immer, ja, erst einmal ja. Aber ich glaube, jetzt haben uns ja ein Glas Weine zu viele getrunken. Sie kriegen ihn auch per Internet, www.andronaco.de. Das O muss man betonen, hat er mir gesagt. Und das mache ich auch, ne? Also, noch ein Glas Wein und der Name stimmt, ne? Ja, genau. Also, Prosit, wir haben einen wunderschönen Wein in der Weinabteilung, gehen aber jetzt ins Bistro. Jetzt wollen wir wissen, hier kann man frühstücken, hier kann man Mittagessen. Was ist das teuerste Gericht, was ist das günstigste Gericht und wie kann man frühstücken? Also, wie ich gesagt habe, wir haben immer die Gelegenheit, diese verschiedenen Sorten Nudeln, aber wir haben noch dazu schöne Scampi für eine Portion für 10 Euro mit ein bisschen Öl in die Pfanne. Schmeckt sehr gut. Also, da kommen extra Kunden, was weiß ich, von Lüneburg, von Lauenburg und was weiß ich, wo die herkommen, um diese Scampi zu essen. Dann haben wir einmal die Woche bekommen wir Fische frisch, Kalamare alla Griglia und Fleisch alla Griglia, also Antipasto ohne Ende. Und nach Wunsch machen wir auch jedes Buffet und alles, was die Leute verlangen. Ich habe richtig gehört, das teuerste Gericht sind schon Scampis mit 10 Euro? 10 Euro, ja. Das machen wir aus für unsere Kunden, weil die lieben dieses Scampi und deswegen machen wir da. Das ist ein richtiger Geheimtipp. Also 10 Euro Scampis, das gibt es ja nirgendwo, ne? Nein, das gibt es ja nirgendwo. Da verlieren wir bestimmte Geld, aber macht doch nichts. Hauptsache unsere Gäste sind glücklich, die Rest stimmt nachher. Das ist gut, genau. Und Wein kann man natürlich auch hier bekommen im Bistro? Wein kann man auch bekommen im Bistro. Wir verkaufen eine Klasse Weine, 0,2 für 2 Euro. Das ist auch sehr billig, aber wie gesagt, ich will, dass meine Gäste zufrieden sind und glücklich sind. Sollen die gute essen und gute zunehmen. Warum soll ich immer alleine zunehmen? Ne? Genau. Richtig. Kunde zunehmen. Das ist in Ordnung. Ne? Der Chef hat mich gleich auch noch mal eingeladen zu Nudeln. Apropos Nudeln, da gibt es 700 verschiedene Nudeln. Das haben wir vorhin mal angerissen. Das ist wirklich wahr, ne? Wir haben genau gezählt, also nicht genau 700, vielleicht 695 oder 710, also so genau weiß ich nicht. Aber bei letzter Zählung waren wir bei 700, knapp 700 Sorten Nudeln. Ein Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Den Kräuter haben wir auch drüber gesprochen, die habt ihr auch, da gibt es auch verschiedene Sorten. Kräuter bekommen wir jeden Tag frisch von unserem Bauer. Also wir da in Billerbrücke sind wir in die Nähe von Vierland. Also wir haben extra da einen Bau, schon arbeiten wir schon 10, 15 Jahre zusammen. Und der bringt uns so jede Nacht immer diese Fischkräuter und Fischgemüse. Jetzt seid ihr in Hamburg-Barenfeld und seid natürlich auch in Hamburg-Billbrook, aber für unsere auswärtigen Freunde, wo findet man euch bundesweit? Ja, wir sind in Köln, wir sind in Düsseldorf-Ratingen, wir sind in Osnabrück, wir sind in Bielefeld, Wolfsburg, Hannover, Lübeck, Rostock und dann haben wir noch ein Piccolo Mercato in Heide. Das ist Wahnsinn. Und der Chef sitzt aber hier in Hamburg nach wie vor. Bleibt auch treu, ne? Ja, ich sitze hier in Hamburg und zwischendurch fahre ich mal rum und besuche meine Leute. Genau. Und immer vom Boberg geht es sozusagen in die ganze Welt, ne? Genau so ist das. Das ist gut, da sind wir fast Nachbarn, ne? So, jetzt möchten wir noch einmal ganz, ganz kurz zusammenfassend sagen, ihr seid seit 4 Jahren jetzt hier in Barenfeld. Wo sind die Adressen? Wie kann man euch erreichen? Die Adresse bekommen Sie in unserer Internetseite, da sind die ganzen Adresse. Und wir sind jeden Tag hier von 9 bis 19 Uhr. Ab 9 Uhr gehen die Leute schon frühstücken, schon kann einkaufen. Ab kurz vor 12 Uhr gibt es schon die erste frische Nudeln und kann schon die Mittag essen. Und am Mittag können Sie eine Antipasto mit ein Glas Wein trinken. Unsere Internetseite ist andronaco.de, also ich kenne mich mit ihm. Wir blenden es ja ein, www.andronaco.de. Ja, genau. Klicken Sie ruhig nach der Sendung ein, Sie sollen uns ja noch bis 8 Uhr erhalten bleiben, damit alle zuschauen. Herr Andronaco, ich danke Ihnen recht herzlich, es war wunderschön bei Ihnen hier.
Ja, richtig klasse und es hat uns gut gefallen und vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, ich bin immer hier. Also für die nächsten paar Jahre bin ich noch hier. Bis du zur Rente ist noch lange. Ne? Genau. Rote Weine haben wir genug da. Also wenn sie kommen, gerne, wir gerne immer eine Klasse Weine zusammen trinken. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir gehen wieder musikalisch rein nach Geesthacht. Hier war es richtig schön. Wir sagen noch einmal Prost, Herr Andronaco. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und Salute, alles Gute und Buonasera. Gleich geht's weiter. Schwuppdiwupp haben wir doch mal ganz kurzen Sprung gemacht von Geesthacht, vom Hafenfest, wo ja wahnsinnig viel los ist. Und immer noch können Sie bei unserer Frage mitmachen, wo kommt eigentlich die Dittelmaus her? Das wissen die Kinder ja alle. Wo kommt die Dittelmaus her? Wo hat sie ihren Sitz? In 01 Gelsenkirchen oder 02 in Geesthacht? 01378 66 67 plus die Endziffern. Wo kommt eigentlich die Dittelmaus her? 01 aus Gelsenkirchen oder 02 aus Geesthacht? Beides mal mit G. 01378 66 67 plus die Endziffern. Ich habe einen Sprung nach Bergedorf gemacht. Ist nicht weit entfernt von Geesthacht, denn hier ist der Geschäftsführer von Medimax Elektronik. Und wir haben jetzt für Sie hier ein super Angebot. Sie sollten schon mal Papier und Bleistift bereitlegen, denn jetzt können Sie richtig Geld sparen. Herzlich willkommen, Herr Jürgen Hoffmeister. Vielen Dank. Auch ich begrüße Sie recht herzlich in unserem Unternehmen. Wir haben hier eine Fernsehabteilung, die wir Ihnen gleich vorstellen wollen und möchten Ihnen dann auch ein ganz großes Highlight anbieten. Jeder, der sich an unsere Sendung erinnert, die ja heute ausgestrahlt wird, hat die Gelegenheit, bis zum 9. Juni 10% auf unsere Artikel zu bekommen. Ohne allerdings die Computerartikel, die müssen wir leider ausklammern. Aber sonst, wer uns auf diese Sendung anspricht, Ellermann Spezial oder eben Hamburg 1, bekommt dann in dieser Woche 10% Sondernachlass. Sie haben es gehört, ein Wahnsinn. Also wir steigen schon gleich ein, also schnappen Sie sich schnell noch Papier und Bleistift. Dann wissen Sie auch genau, wo wir hier in Bergedorf sind bei Medimax Elektronik. Denn hier können Sie richtig Geld sparen und das wollen ja unsere Fernsehzuschauer immer. Jetzt wollen wir natürlich aber auch das Sortiment natürlich über das Sortiment einiges erfahren. Denn wir wollen auch wissen, wofür es die 10% gibt in dieser Woche. Denn so ein Riesenangebot, das hat man selten. Erklären Sie doch ein bisschen mal Ihre Abteilung. Was kann man hier alles bei Ihnen bekommen? Also wir können damit anfangen, dass wir, wenn Sie bei uns das Geschäft aufsuchen, kommen Sie gleich in unsere Elektroabteilung. Das geht los bei den Toastern, Kaffeemaschinen, geht über die Waschmaschinen, Kühlgeräte, über Einbauherde, über grundsätzlich Einbaugeräte, Kühlung, weiter in unsere Abteilung Rundfunk, Fernsehen, in der wir uns ja gerade befinden hier. Gehen dann weiter in die Multimedia-Abteilung, die sehr gut aufgestellt ist. Dann haben wir als nächstes die Abteilung DVD, CD, also das Entertainment-Gebiet und kommen dann in den Bereich PlayStation, Nintendo-Geräte, die ja sehr innovativ sind und gerade im Moment in aller Munde. PS3 kennt jeder im Moment und das ist das im Groben das Sortiment, was wir Ihnen hier anbieten können. Und wir sind hier in der Fernsehabteilung und wir haben hier einen Fernseher, wenn Sie mal einmal schauen, der kostet zum Beispiel 779 Euro. So, und dieser Fernseher in Weiß, was ja auch die Trendfarbe Nummer 1 ist in diesem Jahr, den würden Sie bekommen für 10% günstiger, wenn Sie in dieser Woche kommen würden nach Medimax. Und das ist wirklich so, auf alle Produkte außer Computer geben Sie 10% für meine Fernsehzuschauer. Alle, die wir eben genannt haben, Ellermann Spezialstichwort oder Hamburg 1 Stichwort, stehe ich zu meinem Wort. Bekommen unsere Zuschauer diese 10% eingeräumt.
Merken sich dieses Gesicht bitte von Herrn Hoffmeister. Ganz schnell melden und sagen, ich habe Hamburg 1 gestern gesehen und möchte jetzt die 10% erhaschen sozusagen und möchte sie bekommen. Außer Computer, weil da habt ihr keine Marge. Das ist, glaube ich, okay, ne? Das ist korrekt. Das ist also schon seit langem so, dass wir da also im Prinzip nur einen Geldwechsel machen. Und aufgrund dessen können wir uns das leider nicht erlauben, das Bargeld dazuzulegen. Genau, aber das ist ein tolles Angebot für meine Fernsehzuschauer. Und Sie wissen ja immer, bei mir sparen Sie auch ein bisschen. Und deshalb sollten Sie diese 10% nutzen. Wir möchten natürlich jetzt auch erfahren, wie kommt man nach Bergedorf? Wie findet man Sie hier und wo sitzen Sie genau? Wir sind hier in Bergedorf in der Alten Holzenstraße, 30 bis 32, im Marktkaufcenter, nahe der B5, also recht leicht zu erreichen. Es ist auch ausgeschildert. Wir haben ein großes Parkhaus, ein kundenfreundliches Parkhaus, wo Sie in den ersten 2 Stunden kostenlos parken können, wenn Sie bei uns oder im Center eingekauft haben, sodass Sie hier mit Sicherheit nicht lange Parkplätze suchen müssen. Wunderbar. Wir machen wieder ein bisschen Musik, gehen nach Geesthacht. Dort haben wir wieder schöne musikalische Highlights für Sie vom letzten Hafenfest. Gleich nochmal ein Papier und Bleistift bereitlegen und dann können Sie wirklich noch ein bisschen Kohle sparen. Das sind Sie ja in meiner Sendung gewohnt, denn man muss ja Geld sparen. Herr Hoffmeister, schönen Dank. Gleich geht's weiter. Wieder Bilder aus Geesthacht. Herr Hoffmeister von Medimax Elektronik habe ich natürlich hier und er weiß natürlich unsere Antwort, wo kommt eigentlich die Diddelmaus her? Aus 01 Gelsenkirchen oder 02 Geesthacht. Eingeblendete Telefonnummer haben wir für Sie bereit. Sie können tolle Preise gewinnen. Waren Sie denn schon mal in Geesthacht? Ich war auch schon in Geesthacht, kenne mich dort aber nicht so aus, dass ich jetzt sagen kann, ich kenne Geesthacht. Die ersten Eindrücke waren recht angenehm, aber ist vielleicht eine Reise wert, demnächst mal wieder aufzunehmen. Auf jeden Fall werden sicherlich viele Geesthachter zu Ihnen kommen, denn Sie können tolles Geld sparen. Denn 10% bis kommenden Sonnabend bekommen Sie hier in diesem wunderschönen Center, im Marktkaufcenter. Dort ist Medimax und Medimax hat 10% für alle hier bei Medimax Elektronik. Und jetzt, Herr Hoffmeister, möchten wir doch wissen, was bekommt man alles bei Ihnen? Machen wir doch mal einen Schwenk durch den Laden, wenn man bei Ihnen reinkommt. Wo fangen wir an? Also wenn Sie unsere Verkaufsfläche hier in Bergedorf betreten, fangen wir an mit sehr innovativen Küchengeräten, von der Kaffeemaschine über Kühlschränke, Side-by-Sides, Einbauherden, Einbaugefrierschränken, Einbaukühlschränken, gehen weiter in unsere Elektronikabteilung, die da heißt Unterhaltungselektronik, von der Mini-Anlage über unsere große Fernsehabteilung, in der Sie ca. 50 verschiedene Fernsehgeräte, LCD und Plasma, wiederfinden.
Wir gehen dann weiter auf unserem Rundgang in die Computerabteilung, in der Sie alle Artikel wiederfinden, die dem Computerfreak Spaß und Freude machen. Wir gehen dann weiter zu unserem Mobilfunk-Counter, in dem unsere Mitarbeiter Sie in allen Belangen der für über Mobilfunk beraten können. Haben dann als nächstes die Abteilung CD, DVD, Tonträger, Entertainment-Abteilung mit der großen Abteilung der Spielkonsolen, PS3, Wii und so weiter. Wenn Sie diesen Rundgang beendet haben, müssen wir Sie leider auch noch zur Kasse bitten. Das ist dann unser Ausgang. Vielen Dank. Genau, da haben Sie also den Laden richtig toll kennengelernt. 10% bis zum 9., also bis kommenden Sonntag. Sie sagen einfach Ellermanns Sendung gesehen, Ellermann Spezial, oder Sie sagen Hamburg 1 und dann gibt es die 10%. Muss man Sie dann rufen an der Kasse oder wie läuft das? Nein, ich werde also mit meinem Mitarbeiter, mit das ja ein sehr gutes Team ist, alles besprechen, dass da also niemand Probleme haben wird, sich irgendwo mit mir zu unterhalten müssen, sondern unsere Mitarbeiter werden dann schon geschult und informiert sein, dass das problemlos über die Bühne geht. Also 10%, wir blenden es auch nochmal ein. Stichwort Ellermann oder Hamburg 1, kommen Sie hierher. Und wenn ich mir nur eine CD kaufe, kriege ich auch 10%, ne? Ja, natürlich. Wir sagten ja, wir machen auf jeden Artikel, den Sie bei uns in unseren Regalen finden, diese 10% bis auf unsere Computer, die ja eben schon so sehr preiswert sind. Sie haben ein tolles Parkhaus hier. Beschreiben Sie mal kurz, wie komme ich hierher? Wir sind hier in Bergedorf in der alten Holzenstraße 30 bis 32 im Marktkaufcenter. Und haben ein eigenes Parkhaus hier mit sehr vielen Parkplätzen, die Sie auch für 2 Stunden kostenlos nutzen können. Wenn Sie dann irgendwo einen Einkauf bei uns tätigen oder im Center. Wir sind nahe der B5, wo dann auch das Marktkaufcenter ausgeschildert ist, sodass wir mit Sicherheit von allen Seiten gut erreichbar sind. Also, ich würde sagen, kommen Sie unbedingt vorbei bis kommenden Sonnabend, dann können Sie hier richtig Kohle sparen, so soll es auch sein. Hofmeister, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie kommen nicht nur wahnsinnig sympathisch rüber, sondern Sie haben das so fachlich drauf, ist ein Wahnsinn. Und wenn ich mal eine Woche ausfall, ich hätte Vertretung, das kann ich jetzt schon sagen. Ne? Also, meine Damen und Herren, merken Sie sich dieses Gesicht jetzt hier von Herrn Hofmeister. Er wird Ihnen die 10% geben, wenn Sie möchten. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass wir hier bei Medimax waren. Wie viele Jahre gibt es euch hier schon in Bergedorf? Wir sind in Bergedorf mit Medimax erst seit 4 Jahren, aber das ist die Historie. Geht hier weiter zurück. Es gab vorher Schauland hier, die haben wir übernommen und jetzt ist es eben der Medimax und wir hoffen, dass wir bei unseren Kunden weiterhin dieses Vertrauen haben, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben und ich verspreche Ihnen, meine Mitarbeiter und ich werden für jedes Problem ein offenes Ohr für Sie haben und freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie vorbei, 10% erhaschen und ich sage tschüss, wir gehen jetzt wieder ganz schnell nach Gesagt, dort ist wahnsinnig was los, also ab geht's nach Gesagt, dort haben wir wieder ein tolles Programm. Dankeschön, Herr Hofmeister, und schönen Tag noch und gute Umsätze für Sie hier in Bergedorf. Ich danke Ihnen und den Zuschauern wünsche ich noch einen angenehmen Sonntagabend. Vielen Dank. Danke sehr und auf geht's nach Gesagt. $500 friends I've lost. Whom I wanna see me got that house. Don't you know, for Matilda, she find me money, around in Venezuela. Everybody, Matilda, whip up Matilda. Oh Lord, Matilda, she take me money, around in Venezuela. One more time, Matilda, Matilda, hey. Matilda, she take me money around Venezuela. Well, the money was to buy me cat and house. She had that serious plan. Don't you know, oh Matilda, she find me money around Venezuela. Too hungry for dinner at 8. She likes the theater, but never come late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Thousands of crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and in pearls. Won't fish the dirt with the rest of the girls.
This chick is a tramp. She loves a free, fresh wind in the hair. Life without care. She's broken, she's okay. Hates California, but it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Jetzt habe ich mich ganz schnell mal nach Winterhude aufgemacht, vom Gestarter Hafenfest ab nach Winterhude. Dort gibt es ein Geschäft, das ist die Firma Erdkorn, die in Sachen Bio ja die Spezialisten schlechthin in Hamburg sind. Und da habe ich gleich den Inhaber hier, der das Ganze gegründet hat, Herr Thomas Hinz. Herzlich willkommen. Danke Ihnen. Hallo. Herr Hinz, Sie sind ja der Inhaber von der Firma Erdkorn. Wie kamen Sie denn auf diesen witzigen Gedanken? Wie kam es zu Erdkorn? Es war im Grunde kein witziger Gedanke, ich habe es sehr ernst gemeint. Ich habe das Unternehmen 2001 gegründet, komme aus dem Geschäft Einzelhandel, Bio-Einzelhandel. Und für mich war es wichtig, gute Qualität, etwas anderes zu verkaufen, den Menschen etwas Besseres zu bieten, etwas Gesünderes und natürlich ja, viel Freude zu haben im Geschäft und etwas Sinnvolleres zu tun. Was ist Erdkorn eigentlich genau? Erdkorn ist ein Bio-Fachgeschäft, das nach dem Discount-Prinzip arbeitet. Wir sind so aufgestellt mit dem Motto, besseres Bio, günstiger einkaufen. Das heißt, wir wollen Top-Qualität zu günstigen Preisen anbieten. Und wir sind ja jetzt hier in Winterhude. Und wie viele Filialen haben Sie eigentlich? Wir haben bundesweit 14 Filialen, sind in Hamburg mit 5 Filialen vertreten. In den einzelnen Stadtteilen, wie zum Beispiel hier Winterhude, dann in Wandsbek, in Eimsbüttel haben wir 2 Filialen und in Isarbrook, Sülldorf haben wir eine 5. Filiale. Ich komme nochmal auf die Gründung, das war 2001. Was hat Sie da genau zu bewegt? Ich wollte Unternehmer werden, ich wollte etwas Sinnvolles tun für Mensch, für Erde, für mich. Also in diesem Dreier gespannt, so kam ich dann auf die Idee, das, was ich gelernt habe, auch professionell zu betreiben in Form dieser Bio-Discounter. Und wieso hauptsächlich Bio? Bio-Lebensmittel? Weil Bio, ja gut, ich kann mich schon bezeichnen als Fanatiker in diesem Bereich. Ich glaube, dass wir auf diesem Weg unseren Teil dazu beitragen können, dass es der Erde in Zukunft besser geht. Denn man weiß ja heute, dass Bio-Lebensmittel durch den besseren Anbau, durch den umweltschonenderen Anbau auch dazu beitragen kann, die Situation Erde zu verbessern. Welchen Vorteil hat eigentlich der Verbraucher bei Ihnen, der bei Ihnen einkauft? Was ist der besondere Vorteil daran? Der Vorteil ist zunächst mal die Qualität der Lebensmittel. Im Weiteren die Regionalität. Wir haben sehr viele regionale Produzenten, die unsere Produkte herstellen. Wir haben auch die Auswahl so gestaltet, dass der Kunde jeden Tag das, was er täglich braucht, auch bei uns kaufen kann. Sie haben ja sehr viele Filialen. Wie viele sind es bundesweit und wie viele in Hamburg? Bundesweit sind es 14 zurzeit. In Hamburg sind es 5 Filialen. Sagen Sie ruhig nochmal die Standorte, wo wir Sie finden hier in Hamburg. Denn die Hamburger wollen es ja wissen. Wo findet man Sie genau? Man findet uns in der Renzelstraße 36 bis 48 in Eimsbüttel, dann in der Kielerstraße 246, in der Sülldorfer Landstraße, hier im Moorfurtweg, Posmoweg in Winterhude und dann in der Wandsbeker Königstraße. In Wandsbek, genau. Wir blenden es mal kurz ein. Sie sehen jetzt auch die ganzen Filialen. Wir werden gleich sprechen mit Ihrer PR-Managerin, Frau Böhmke. Die wird Ihnen auch genau sagen, liebe Zuschauer, was Sie hier genau finden, welche Produkte Sie hier finden und was der Vorteil ist. Bei Ihnen kaufen ja auch sehr viel prominente Leute ein, ne? Ja, wir haben auch zahlreiche prominente Kunden, wobei wir natürlich in der Hauptzahl alle Menschen herzlich willkommen heißen, begrüßen. Egal woher, was Sie machen, wenn Sie sich für dieses Lebensmittel interessieren, wenn Sie sich etwas gönnen, etwas Gesunderes essen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen bei uns. Das ist super. Also Sie können einfach mal vorbeischauen in die Filialen. Wir blenden Sie ja ein und schauen Sie mal bei Erdkorn vorbei. Erdkorn 2001 gegründet. Geht's weiter? Soll es noch mehr Filialen geben, Herr Hinz? Ja, es soll mehr geben. Und zwar haben wir eine Zahl 70 Filialen bis 2011. Das wollen wir gerne realisieren. Das ist natürlich dann bundesweit, also nationale Expansion.
wünschen wir Ihnen viel Glück. Gleich werden wir mit Ihrer PR-Managerin sprechen, Herr Hinz. Und ich möchte Ihnen noch mal einmal kurz unsere Frage mit auf den Weg geben, bevor wir nach Gestacht wieder gehen. Wo hat die Diddelmaus eigentlich ihren Sitz? Also hier kaufen ja auch sehr viele Mäuse ein und alles Mögliche. Und man spart bei Ihnen ja auch viele Mäuse, das kann man sagen. Ich habe mich auch schon mal umgeschaut, das ist doch relativ preiswert hier einzukaufen. Das denkt man gar nicht bei Bioprodukten. Wo hat die Diddelmaus ihren Sitz? In 01 Gelsenkirchen oder 02 in Gestacht, 01378-6667 plus die Endziffern. Wir gehen wieder nach Gestacht. Dankeschön, Herr Hinz, für das nette Interview. Vielen Dank auch Ihnen. Eine Ecksteinen jung mit einem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Wenn er bloß nicht mit den Beinen in Tüdel kommt und er liegt auch gar lang ob er näs. Und er rasselt mit dem Dassel gegen Kanzstein und er bitt sich ganz gehörig ob er tun. Als er obsteigt, sich er hätt nicht wehtun. Das ist ein Klacks für so'n Hamburger Jung. Yo, 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 Clown, Clown, Apple wird die Clown. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Apple wird die Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Eine Ecksteigen dern mit einem Eierkorb, in der Anna hat einen großen Buddel rum. Wenn sie bloß nicht mit der Eier ob das Pflasters leid und er sichert auch gar lang, bum bum. Und sie ist mit der Eier und den Rum zu zoom. Und sie sechs von Eier grock den heavy gern. Also obsteigt sech sie hätt nicht weh don. Ja, das ist ein Klacks für so'n Hamburger Dern. Yo, 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 Clown, Clown, Ebbe wird die Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Ebbe wird die Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Ebbe wird die Clown, ruckzuck übern Zaun. Das waren ja schöne musikalische Bilder. Wir sind ein bisschen maritim angezogen, wie Sie sehen. Ich bin immer noch bei Erdkon. Herzlich willkommen, Katharina Böhmke, die PR-Managerin. Ich grüße Sie recht herzlich. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Freuen uns sehr über Ihren Besuch. Ja, und Sie werden uns jetzt ein bisschen beschreiben, unseren Fernsehzuschauern, was man alles hier so Nettes kaufen kann in Ihren 5 Filialen. Machen wir doch einfach mal so einen Rundumbogen, damit wir unseren Fernsehzuschauern das zeigen können. Was gibt's bei Ihnen hier Nettes zu kaufen? Ja, gerne. Also ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Ladenrundgang. Und bei Erdkon ist es ja ganz wichtig, dass die meisten Produkte halt aus der Region stammen. Und so kann man sagen, dass das Obst und Gemüse schon hauptsächlich aus dem alten Land kommt. Es geht dann weiter über Eier, die von den Fürstenhof stammen, weiter über die Getränke, das Brot, das stammt von der Firma Bade, geht weiter über Molkereiprodukte vom Hamfelder Hof, über Barkenhus, die Aufschnitt liefern. Dann haben wir eine große Abteilung, wo wir Käse, eine Eigenmarke haben, das wird in der Region eingekauft und dann für uns abgepackt und geht dann weiter über Zwergenwiese mit Brotaufstrichen, alles sehr regionale Produkte, ob nun im Trocken- oder im Frischbereich, da achten wir halt so drauf. Sie kennen Ihren Laden wirklich gut, das muss man wirklich mal feststellen. Wir sind ja hier in Winterhude. Vorhin, der Chef hat schon angekündigt, Herr Hinz, welche Filialen haben wir noch in Hamburg, falls Sie gerade zugeschaltet haben? Wo kann man Erdkon in Hamburg finden? Also wir haben 5 Filialen. Söderfer Landstraße, Renzelstraße, Kielerstraße, Wandsbek und Winterhude. Und sind dort überall vertreten und würden uns natürlich freuen, wenn wir bald noch mehr Standorte in Hamburg haben. Genau, und da werden Sie sicherlich für sorgen. Wir sind ja hier in Winterhude, wo man auch dann einen schönen Parkplatz auch bekommt und parken kann. Aber auch in Wandsbek ist es schön, da kann man einkaufen. Überall sollten Sie mal vorbeischauen. Es ist wirklich frisch hier und es sind auch angenehme Preise, habe ich festgestellt. Man denkt immer, Bio ist teuer, ist gar nicht, ne?
Ja, wir achten da schon drauf, dass wir halt die ganzen Kostenersparnisse, die wir halt durch unsere Arbeit leisten und durch eine sehr eng und gut strukturierte Logistik direkt an den Kunden weitergeben können. Und dadurch, dass wir halt auch in den Regionen einkaufen oder direkt beim Hersteller, gibt es nicht so viele Zwischenstationen. Und dadurch können wir natürlich die Ersparnisse direkt an unseren Kunden geben und das wirkt sich natürlich in den Preisen aus. Wir sind ja auch richtig frisch, weil wir gleich wieder nach Gestacht gehen, wo ja auch ein frischer Wind weht. Aber wir haben ja hier im Hintergrund auch frische Ware. Die wird laufend gewechselt hier. Also bei euch ist immer Top-Qualität, top-frische Ware, nicht? Ja, es wird täglich frisch angeliefert und ich glaube, das garantiert dann auch dem Kunden. Der Kunde dankt es uns, dass wir täglich frische Ware halt anliefern. Vom Brot, Obst, Gemüse bis hin zu Molkereiprodukten. Ja, es wird täglich frisch angeliefert. Super, dann danke ich Ihnen recht herzlich, Frau Böhmke. Ich sage, wir gehen mal ein bisschen nach Gestacht, denn die Zuschauer, die können ja auch von Gestacht nach Wandsbek fahren und können dort einkaufen. Morgen informieren Sie sich ruhig mal bei Erdkorn. Bitte die Antwort nicht verraten. Wo kommt eigentlich die Diddelmaus her? Die kennen Sie ja vielleicht, die Kinder lieben das ja. 01 aus Gelsenkirchen oder 02 aus Gestacht. 01378-6667 plus die Endziffern. Wir gehen wieder nach Gestacht rüber, da ist ein bisschen Musik, maritime Musik und wir sind ja maritim gekleidet, ne? Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und sage vielen Dank für Ihren Besuch. Und schauen Sie vorbei bei Erdkorn. Jetzt geht's aber erst einmal nochmal nach Gestacht und dann sagen wir auch Tschüss. Bis zum nächsten Monat, da kommen wir von der Horner Rennbahn. Im Juli von der Horner Rennbahn mit vielen Stars. Also schalten Sie wieder rein. Jeden ersten des Monats auf Hamburg 1 Ellermanns Spezial-Hitparade. Ich danke Ihnen recht herzlich, hier bei Erdkorn zu Gast zu sein und wir gehen wieder nach Gestacht. Tschüss, Frau Böhmke. Tschüss, auf Wiedersehen. Schicht im Schacht. Ich sitz hier in der Kneipe und trink mein letztes Bier. Es geht mir viel im Kopf herum, denn du bist nicht bei mir. Du bist sicher irgendwo und denkst nicht mal an mich. Von dir, da krieg ich nie genug, doch du lässt mich im Stich. Doch jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du dir dabei gedacht? Und wenn wir zwei uns heute nicht sehen, dann kannst du gleich zum Teufel gehen. Denn jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du nur mit mir gemacht? Hab ich dich verloren? Ich brauch dich sehr. Hör auf mit dem Spiel und komm mit mich her. Sind so hoch geflogen und war den Sternen nah. Liebe für die Ewigkeit, das war für uns doch klar. Doch jetzt ist alles wie im Film, ich weiß nicht, wo du bist. Seit Tagen hör ich nichts von dir, verstehen kann ich das nicht. Doch jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du dir dabei gedacht? Und wenn wir zwei uns heute nicht sehen, dann kannst du gleich zum Teufel gehen. Denn jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du nur mit mir gemacht? Hab ich dich verloren? Ich brauch dich sehr. Hör auf mit dem Spiel und komm mit mich her. Es ist schon weit nach Mitternacht und die Kneipe macht jetzt zu. Der Weg nach Haus ist endlos lang und was mir fehlt, bist du. Doch jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du dir dabei gedacht? Und wenn wir zwei uns heute nicht sehen, dann kannst du gleich zum Teufel gehen. Denn jetzt ist Schicht im Schacht. Was hast du nur mit mir gemacht? Hab ich dich verloren? Ich brauch dich sehr. Hör auf mit dem Spiel und komm endlich her. Schicht im Schacht. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Ellermann.